Ja, die Wanne quasi hier, oder das Laufwerk, oder keine Ahnung, wie man es nennt, das Fahrgestell, das haben wir die Tage sauber gemacht. Naja, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal gesehen haben. Man hat ja gesehen, hier war einfach alles voll mit Ölschlamm, Dreck, Matsche, keine Ahnung, war auf jeden Fall richtig Dreck. Ja, die Tanks haben wir noch ausgebaut. Als nächstes wollte ich hier nochmal die ganzen Leitungen, die jetzt hier drin liegen, alles neue Schläuche drauf machen. Da ist auch eventuell, können auch manche Leitungen weg, weil ich hatte jetzt mit dem, ja, wie soll ich sagen, der uns das Ding hier vermittelt hat, der hat den gleichen Panzer, der hat hier diese Vorheizeinrichtung, das hat er einfach alles weggelassen. Er sagt, das läuft genauso gut. Deswegen, und ich habe mir das angeguckt, die hat wahrscheinlich wohl ein paar Löcher. Ah, die liegt über hier. Auf jeden Fall, die ist ganz gut am Gammeln. Und ja. Was soll die vorglühen? Das ist quasi eine Standheizung, um das Kühlwasser auf Temperatur zu bringen. Und ja, Kühlwasser und Öl. Hier geht halt, so wie hier, das ist der Öltank. Da gehen halt die Wasserleitungen einmal hier durch. Dann durch diese ganzen Ölleitungen, die dicken, die sind doppelwandig. Die werden auch vorgeheizt. Der ganze Motor wird davon eigentlich vorgeheizt. Aber laut den Russen brauchst du das erst bei minus 20 Grad. Und die haben ja früher auch nur Einbereichsöle gefahren. Also da waren die Temperaturunterschiede und das Öl dann schon ein bisschen dicker. Und naja, ich denke mal, deswegen können wir das Ding wohl weglassen bei uns. Ja, deswegen wird da wahrscheinlich auch noch etliches an Leitungen verschwinden, was wir ja dann nicht mehr brauchen. Brauchen wir eigentlich nur noch die Kühlung zum Kühlen vom Motor. Der hat ja auch vorne theoretisch eine Heizung drin, aber die ist eigentlich über für uns. Ne? Wenn wir das Ding fahren, dann machen wir das bei schönem Wetter und nicht, keine Ahnung was, ne? Oder damit wir schön warm da drin haben. Ich weiß auch noch nicht mit den ganzen Dieselleitungen und die scheiß Dieselpumpe da unten. Da müsste ja theoretisch eine Handpumpe ist da ja. Die war ja ein bisschen undicht. Mal gucken, ob wir da auf elektrisch umrüsten. Mit einem Bypass, mit einem Rückschlagventil. Dass quasi man vorpumpen kann. Aber dann die normale Motorpumpe, wenn er läuft, durch den Bypass zieht. Weil ich glaube, dass die so eine kleine E-Pumpe nicht genug Durchsatz hat. Nicht, dass er bei Vollgas dann stockt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das wirklich das Problem ist, aber die Einspritzpumpe und die Filter da oben, die sind ja höher wie die Tanks. Und dadurch könnte das ja wohl sein, wenn der steht, auch länger steht, dass der dann den Sprit ein bisschen fallen lässt. So, und wenn man da nicht vorpumpen kann, ist das natürlich ein bisschen doof. Deswegen, wenn man dann einfach eben so vorpumpt und fertig. Vielleicht braucht man das auch nicht, aber ich muss mir nochmal einen Kopf machen. Ich wollte jetzt, was alles an Wirrwarr an Leitungen hier drin liegt, die wollte ich quasi, ja, hier drin direkt Schlauch runter, neuen Schlauch drauf und direkt wieder einbauen. Weil ansonsten, wenn man jetzt hier alles weiter rausruppt, irgendwann verliert man den Überblick, ne? Und hier und da unsere neue Sensorik, die muss ja auch irgendwo ihre Anschlüsse und so finden, weil die alte Russentechnik, die wollen wir komplett rausschmeißen. Gibt feine VDO-Anzeigen. Oh, da kommt ein Soldat. Was ist mit meinem Panzer los? Mir muss los. Wie läuft der nicht? Gehen wir den Motor noch gucken? Ja, können wir auch noch, ne? So, der Motor, den habe ich einmal mit feinsten Würtreiniger. Also mit so einem Motorenreiniger oder generell einfach Ölfettdreckreiniger eingesprüht und mit warmem Wasser abgedampft. Ja, der sieht auf jeden Fall wieder schick aus. Dann haben wir auf einer Seite da hinten einen so einen Deckel hier mal losgenommen. Haben uns mal die Nockenwelle angeguckt und das sieht alles aus wie neu. Kein Flugrost, kein gar nichts. Deswegen, das lasse ich einfach alles zu. Weil hier sind ja überall Papierdichtungen drunter. Die werden ja eigentlich nicht schlecht. Also ist ja nicht so wie Gummi. Naja, dann habe ich hier alle Gummi-Verbindungen alle neu gemacht. Die ganze Ölzeugs, da die ganzen Leitungen, die kommen auch neu. Da wollte ich die eigentlich erst pressen lassen. Nur das Problem ist, da das komische Maße sind und von den Russen und man da keine passenden Hohlschrauben und alles kriegt, habe ich jetzt einfach nur Hydraulikschlauch besorgt mit dicken Bandschellen und damit mache ich die einfach fest. Weil das ist Öldruck aller höchstens mal, weiß ich nicht, 10 bar, wenn er mal ganz kalt ist, aber
Selbst das glaube ich nicht mal. Ich habe auch mit dem Hochdruckreiniger die ganzen Wasserkanäle hier durch den Kopf. Vorher hatte ich die ganzen Stücke hier alle lose. Dass ich hier richtig mit dem Hochdruckreiniger durch kann, da kam auf jeden Fall ordentliche Rostbrühe raus. Dann hatte ich hier vorne, denk mal, die Ölwanne, Kühlung, Heizung, war ein Rohr. Das hier, das hing auch hier oder ne, andersrum, egal. So, das war auf jeden Fall bis hierhin voll mit Rost und Dreck, da kam kaum noch Wasser durch. Von daher habe ich das, wollte ich das abschrauben, ja, wie es dann halt immer ist, abgerissen und ne. Uralt. Wie es dann immer ist. Auf jeden Fall kommt hier auch noch eine neue Verschraubung rein. Und dann da noch ein bisschen Schlauchführung. Dann das Thermos oder das Feuer, die Wasserführung. Also hier kam das warme Wasser aus dem Kopf raus. Und ja, wenn er halt noch nicht warm war, zirkulierte das einfach selber hier. Und sobald er warm wurde, hat man hier mit einem Bautenzug hier dieses ja, Ventil einfach nur losgemacht. Und dann ging er hier links und rechts zu den Kühlern. Auf jeden Fall, das rüste ich jetzt um mit zwei Trecker-Thermostate. Die passen ungefähr vom Durchmesser. Und die kommen dann einfach ja, links, rechts zum Kühler hin, dass wir dadurch, dass ich das einfach selber reguliere. Ein mechanisches Thermostat-Datte. Weil wir kennen uns ja, wenn wir mal ein bisschen am Scheiße bauen sind und dies und das und man nur hinten 30 Busse wegschleppt und dann mal nicht dran denkt, das Ding loszumachen. Einspritzpumpe, habe ich das Öl schon gewechselt. Hier und da ein paar Verschraubungen, also sieht man hier gar nicht. Von der anderen Seite ein paar Blindstopfen und so neu gemacht. Alles, was so nicht so schön aussah. Die Dieselfilter hatte ich raus. Da könnt ihr auch nochmal, wenn wir so einen Russen-Experten da haben, ob es diese Dieselfilter irgendwo nochmal gibt. Ich zeig mal einen. Die, ich glaub, hast du mal einen? Sind auf jeden Fall alles so ganz komische. Gibt sowas nicht beim Mannfilter? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall, hier sind ja so Einsätze drin. Ob es die vielleicht noch irgendwo, weiß ich nicht. Das ist ja alles Russentechnik. Wird ja wohl einer, wo wir öfters gebraucht haben, nochmal so ein Filter. Vielleicht gibt es hier irgendwo von oder irgendeinen gleichen Filter, der passt. Du musst ja auch nicht beim Mann.de gucken, sondern beim Mann.russ. Russ. RU. RUS. Naja, aber die werden zur Not irgendwann nochmal umgerüstet auf ordentliche Filter mit Filterpatrone. Dass wir uns unsere Einspritzpumpe nicht kaputt fahren. Das Problem ist auch, Kühler sind ja riesen Trümmer. Ob man da irgendwo aus dem LKW-Bereich irgendwie was kriegt. Auch vielleicht wisst ihr zufällig was oder habt noch zu Hause ein paar LKW-Kühler liegen. Also richtige Trümmer, nicht so Kackdinger. Naja, da müssen wir uns mal Gedanken machen. Viele von euch feiern es, das finden wir auch cool. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die am Rumheulen sind, dass wir daran nicht weitermachen und warum nicht. Und wir fangen nur Projekte an und kriegen sie nicht fertig. Naja, auf jeden Fall, wer sich das, ihr habt ja gerade gesehen, so ungefähr ein Schläuche und dies und das, was man braucht. Da sind wir schon allein Schläuche und ein paar Schellen sind wir schon 600 Euro los. Dann allein Öle und den ganzen Kram, da wird man auf jeden Fall eine Menge Geld für los. Und da das Geld hier gerade nicht auf den Bäumen wächst, können wir da halt immer nur dran so weitermachen, wie wir gerade Geld quasi zur Verfügung haben. Ja, deswegen. Jeder kann sich 20 Liter Öl kaufen, so teuer ist das nicht. Ja, 20 Liter ist leider nicht. Da ist der Kopf schon voll. Ja. Da fehlt nur der andere Kopf und der Rest, der nur in der Wanne muss. Auf jeden Fall, es ist alles nicht so günstig und Zeit ist auch nicht immer da. Also ganz entspannt bleiben. Die Leute dürfen nicht vergessen, dass wir das immer noch aus Hobby machen und nicht vollberuflich, weil vollberuflich sind wir alle auch noch tätig. Heißt, wenn wir dann abends mal 2 Stunden zusammenkommen, ist das schon viel. Ja, zum Bier trinken. Naja. Aber irgendwann wird die Kiste wieder laufen. Ja, ja. Das ist. Die Leute sollen mal aufhören, Fallschiff zu ziehen, dann geht das auch irgendwie wieder. Die sollen selber sowas mal machen. Wir können ja gerne anschließend mal wieder eine Auflistung machen, was dieser Panzer wieder einmal gekostet hat. Aber vielleicht will man es einfach gar nicht wissen. Aber das noch zusammenkriegen? Könnte man, ja, so grob. Ja, allein schon Öle, hierfür sind doch schon mal 300, 400 Euro. Fürs erste Mal laufen lassen, ne? So, und da kaufen die anderen Leute hier, die da zuschauen und mal nur am Meckern sind, kaufen sich dann Auto für. Ja, das stimmt. Häuser, bitte. Mit der Restschiff ein Jahr. Ihr braucht kein Ölwechsel. So, tschüss jetzt. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Zwischenstand. Also immer locker bleiben. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwo mehr von sehen wollt oder Ideen habt oder Kühler habt oder irgendwie sowas, schreibt gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr wirklich also irgendwie Teile für uns habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Naja, ciao.
Oh, joa. So, jetzt müssen wir erstmal ein Bier trinken.